Das, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, hat dieses Schiff mit meiner heutigen Folge zu tun. Lasst euch überraschen. Vor mir habe ich jetzt einen stolzen Lenker, auch wenn er nicht hinterm Lenkrad sitzt, sondern mit diesem kleinen Ding hier sein Fahrzeug steuert. Du hast hier soeben, steuerst du deinen Truck durch eine Sandwüste und diverse Hindernisse. Genau. Wie lange übt man, bis man das kann? Ich mache das jetzt schon seit meiner Kindheit, ungefähr 25 Jahre. Und das habe ich jetzt, das sind ja Scaler, die was jetzt so echt wirken sollen. Das mache ich jetzt ca. 8 Jahre. Und, aber für das braucht man jetzt eh nicht so viel Erfahrung. Eher fürs Wettbewerb fahren, das machen wir auch. Dort braucht man dann schon eher Erfahrung, sag ich mal. Wie zeitaufwendig ist denn das Hobbymodell, Fahrzeuge zu fahren? Das Fahren selber ist nicht aufwendig, eher das Bauen. Also da kann man schon mal ein Jahr an so einer Karosserie circa sitzen, dass man das so hat, wie man das will. Wir bauen das meistens selbst, vorbildgetreu nach und nach. Internetvorgaben oder was einmal gegeben hat, die Händlervorgaben oder sowas. Also das Self-Made-Modellbautruck. Richtig, richtig. In den Hintergrund schaue, dann sehe ich ein weltberühmtes Schiff, das natürlich nicht mehr fährt, weil es schon verschrottet wurde oder irgendwo im See am Schiff steht. Und damit sind wir beim Thema Schiffsmodellbau angelangt. Von mir habe ich den Obmann der IG Schiffsmodellsport. Ja, also Schiffsmodellsport generell ist spannend dadurch, dass man Modelle bauen kann und nicht nur die Fahrfunktion im Vordergrund steht, sondern hier auch die Details am Modell selbst. Jedes Modell hat eine unterschiedliche Struktur und dadurch wird es so spannend, weil man im Prinzip alles das nachbilden kann, was es in Wirklichkeit eben auch gibt. Wie lange würde jemand sitzen, um dieses Modell der Queen Mary zu bauen? Ja, das hängt davon ab, vom Detaillierungsgrad, muss man sagen. Aber so ein Modell hat schon eine gewaltige Bauzeit, weil das Modell grundsätzlich, wenn es keinen vorgegebenen Rumpf gibt, muss man auch den Rumpf selbst bauen. Und dieser Rumpf ist in Spantenbauweise, so wie früher Schiffe wirklich gebaut wurden, aufgebaut. Und da ist die Zeit, die man für den Rumpf braucht, schon einmal gewaltig. Also man... Bei dieser Größe und dem Detaillierungsgrad kann ich sagen, wird die Arbeitszeit so zwischen 500 und 1000 Stunden betragen. Ups! Also dieses Modell zum Beispiel ist nicht so bauaufwendig und braucht nicht so viele Stunden. Das wäre ein Bausatz, der zwar auch aus Holz gebaut ist, aber da ist man angenommen in 70 bis 150 Stunden auch fertig. Also da braucht man keine 1000 Stunden dafür. Nun, liebe Zuseher, also wer sich an dieses Hobby wagt, gewinnt tolle Einblicke, muss aber auch bereit sein, Zeit zu investieren.
Ja, und von diesem gelben, doch nicht U-Boot, geht mein Schwenk weiter zu, ja, endlich sehe ich sie vor mir. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Wow, ein Taxi mit Hintereinstieg. Ganz was Neues, auch hier auf der Modellbahnmesse zu sehen. Die Frage ist, um welchen Zug handelt es sich hier? Kleiner Tipp, Harry Potter fuhr damit. Und hier kommt der berühmte Shinkansen, der japanische Hochgeschwindigkeitszug, die allerdings noch ein bisschen langsamer. Und da wandern die Augen natürlich mit, wenn der Zug fährt. Diese hier ist übrigens schon ein bisschen größer als die zuvor gesehene. Und macht auch schon die passenden Geräusche mit. Thank you.
ist übrigens mein höchstpersönliches Mitbringsel von der Modellbaumesse. Ein Modell des ersten Autos, mit dem ich die Straßen unsicher gemacht habe. Ein alter Ford Fiesta. Ihr freut euch hingegen jetzt auf den zweiten Teil über die Modellbaumesse Wien, denn da gibt es ganz tolle Sachen zu sehen.